Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal bei LS19 zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und wie ihr seht, unser schönes IT-Runner-Pack ist wieder da. Ich habe das hier mal wieder einmal hingestellt. Wir haben wieder die Container für Holz, für Ballen, also den wir auf der Sosnowka und so überall hatten für Wolletransport. Finde ich gut, dass der wieder da ist. Der Mischstreuer ist wieder da. Die große Mulde. Denn die Bergmann-Mulde, die kleine Mulde, der IT-Wanner selber. Rein theoretisch müsste ja auch bei Güllefässern noch was drin sein, ne? Gucken wir mal. Ja. Und natürlich der Gülle-Container. Ich glaube, das war alles aus dem IT-Wanner-Pack, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ihr könnt mich ja gerne nochmal verbessern, aber ich glaube, das müsste alles gewesen sein. Und noch dazu, der Deutsch Series 7 ist wieder da. Das gute Stück einmal wieder als Vario und einmal wieder als normale. Finde ich mega. Da ich den Deutz eh geil finde, mal gucken. Kann man hier Gas geben? Ja, man kann Gas geben, nicht so wie beim Black Beauty. Also haben wir mal wieder ein paar, zumindest die Deutz-Traktoren, wieder was Standardmäßiges reingekriegt. IT-Runner war ja schon in Modpack gewesen. Gucken, ob er die Molen auch ordentlich aufzieht. Finde ich auf jeden Fall geil, dass das wieder da ist. Gerade das IT-Runner-Pack ist halt sehr vielseitig, ne? Und wie wir sehen, er zieht es schön schick rauf, so wie es sein soll. Sehr schön. Also muss ich sagen, das sind wieder Mods, die mir gefallen. Vor allen Dingen halt, dass der Series 7 da ist. Ich arbeite mit denen eigentlich sehr gerne. Weil, wie gesagt, 63 km/h. PS-Zahl hat er dieselbe wie der Lamborghini, glaube ich. 263 müssten es sein. Sind ja eigentlich auch quasi dieselben Kisten. Bloß halt, das eine ist der Deutsche, das andere ist der Lambo. So, wir gucken uns den einmal an. Ganz standardmäßig kostet der Deutsche jetzt 185.000 Euro. 9.435, wenn man den jetzt mietet. Die Stunde würde eher 3.800 Euro kosten. Also alles noch im grünen Bereich. Motorausführung haben wir einmal 245 PS, da kostet er schon 195 und der große Motor würde 204 kosten. Reifen kann man wieder zwischen Trelleborg und Michelin entscheiden. Hier Radgewichte, Breitreifen, Zwillingsbereifung, alles vorhanden. Frontlader. Und jetzt gucken wir einmal, eine Vario-Ausstattung würde eher 214 bringen. Und dafür aber schon 4.000 Euro, die 4,4 für die in eine Stunde oder knapp 4,5. Und 10.900 Euro, um sich den anzuschaffen in Miete. Oh, muss schon sagen, in Schwarz ist das Ding einfach nur geil, ne? Das ist wie der Fan, der sieht in Schwarz auch viel geil aus, der Black Beauty. Aber leider haben sie da ja den Zaun verkackt. So, dann gucken wir mal ganz kurz rein. Wir fangen mal bei Kippe an. Ja, hier haben wir den IT-Runner. Könnt ihr wieder die Farbe ändern, wie ihr wollt. Also für die Frau, man kann es auch in Knallpink machen. Boah, das ist ja Augenkrebs. Würde denn in Farbe, würde er 56.000 Euro kosten. Also 1.500 mehr. Und sonst würdet ihr genau 55.000 Euro bezahlen für den IT-Runner-Auflieger. Anhänger. Die Mulde, auch hier könnt ihr Farbe aussuchen, kommt wieder auf wieder 1.500 mehr kosten, kostet 8,5 die kleine, passen 18.000 Liter rein. Die vom Bergmann, da könnt ihr natürlich nichts machen, die bleibt natürlich so, passen 48.000 Liter rein, fahren könnt ihr wieder mit allen, ja, alles. Das ist die große Mulde, die ist eigentlich auch immer sehr schick, mit der habe ich auch immer viel gearbeitet. Farbe, ja, auch hier könnt ihr wieder für die Mädels schön in Pink machen oder für den lieben Michael so richtig schön knallig Pink. Kostet 11.000 Euro, also alles im Ganzen recht annehmbar. So, dann gucken wir mal weiter. Mischstreuer, genau, da ist der Mischstreuer. Hier kann man nichts ändern. 32.000 Liter passen rein. 15 Meter Arbeitsbreite, kostet 38.000 Euro. Benötigt 170 PS, also. Kann man schon mitarbeiten, ne, würde ich mal sagen. Hackschnitzel, ja, genau, bei Holzabteilung. Da ist der, ich finde, den haben sie schon, dass sie den in Hauptfarbe in Schwarz gemacht haben, finde ich geil. Das sieht schon
richtig geil aus. 7.500 € kostet das Teilchen, kann man auch alle Farben ändern. So, haben wir. Nee, hier dürfte nichts mehr sein. Gehen wir nächste Etage. Ballentechnik. Genau, hier ist der Ballenauflegecontainer. Kostet 7.000 €. Farbe kann man natürlich auch wieder anpassen. Güllefässer, genau. Und das Güllefass. Auch hier kann man die Farbe anpassen. 12 Meter Arbeitsbreite, braucht 140 PS, also ein bisschen weniger wie der Bestreuer. Passen aber nur 15.000 Liter rein. 417 km/h bei der Arbeit. Und würde 34.000 € eine Anschaffung kosten. Ich glaube, damit haben wir alles abgearbeitet, ne? An Aufbauten vom. Ja. Also, wie ihr seht, das IT-Wonderpack ist wieder vollzählig dabei. Was ich persönlich sehr cool finde, weil ich habe mit denen, wie gesagt, gerade mit dem Ballencontainer gerne gearbeitet. Da kriegt man nämlich schön die Wolle rauf. Da kriegt man 16 Paletten Wolle immer rauf. Weiß man ungefähr, kann man sich dann da ausrechnen, hast 16.000 Liter Wolle jetzt drauf, dann kannst du schon mal ausrechnen, wie viel Geld du ungefähr für die Wolle kriegst. Also den werden wir auf jeden Fall wieder nutzen. Und ich denke mal, dass wir auch mal ein paar von den Molen nutzen werden und auch hier mal mehr mit den Überladewagen arbeiten, indem wir einfach Container am Straßenrand hinstellen. Und damit Überladewagen arbeiten, habe ich irgendwie mal ein bisschen Bock drauf. Das werden wir, denke ich mal, ja, vermehrt einsetzen. Auf dem geebten Hof habe ich damit auch Bock zu arbeiten, aber da werden wir uns später mit befassen. Gut. Auf jeden Fall, Favorit von den Mods hier heute raussuchen kann man gar nicht, weil, wie gesagt, ich finde beide Packs geil. Also mega geil, ob das nun der Deutsch ist oder halt das IT-Banner-Pack. Sind zwar jetzt noch keine Burner-Mods, weil, wie gesagt, noch kommt ja alles. Ja, Giants moddet gerade halt alles vom 17. noch um. Ist zwar schade, dass noch nichts anderes kommt, aber wir lassen uns einfach überraschen, was die nächsten Tage kommt, ne? Damit wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und wir hören uns die nächsten Tage wieder. Ciao, ciao!